Tetren, vielen, vielen Dank für dein Abo schon im 25. Monat. Grüße dich. Tetren hat im Übrigen auch so ein bisschen Out of Reach für sich entdeckt. Also Treasure Royale. Das heißt, wenn ihr da Lust habt, dass wir nochmal versuchen, eine größere Runde an den Start zu kriegen, dann gebt da gerne mal bei uns im Discord Bescheid. Na, sie deutet darüber. Das heißt, da drüben irgendwo ist wahrscheinlich der Schlüssel. Kommen wir hier durch? Ja. Schlank, wie wir sind. Kommen wir auch da durch. Da haben wir den Schlüssel. Und zurück zu Clementine. Na, Ausbruch aus Alcatraz. Ich hoffe, wir müssen nicht gleich wieder rennen. Psst. Was haben wir hier links? Oder spricht der Clementine zu uns? Er scheint sonst niemand hier zu sein. Und die Batterie haben wir ja noch, oder? Achso, wir haben unser... Wir haben B12 gar nicht. Fällt mir jetzt erst auf. Wir haben sogar B12 verloren, beziehungsweise den haben sie uns abgenommen. Ist das die Gefängniszelle von B12? Tatsächlich. Das heißt, wir können hier noch nicht weg. Den können wir nicht da lassen. Genau, wir verstehen uns auch so. Öffnet uns da jetzt die Tür. Ja, ich bin gespannt, ob uns Clementine noch weiterhin hilft, ja. Wir da nicht auf uns allein gestellt sind. Ja, wieder viele Sucht rum. Hallo Laruna, grüße dich. Ich hoffe, auch dir geht's gut. Und auf dein Wohl und natürlich euer aller Wohl. Ja, da wird uns wieder die Richtung gedeutet. Und auch auf Tetrens Wohl. Und natürlich Traumhasi. Laserstrahlen. Und nichts ist zu schwer für Agent Meowth. Genau, da kommen wir nämlich hoch. Können wir da auf die Lampe springen? Ja. So, aber haben wir da nicht in die Mitte müssen? Ne, haben wir nicht. Ah, die bewegen sich auch noch. Kacke. Okay. Aber er hat schon wieder die Suche aufgegeben. Nein. Ja, da haben wir Kiste.
Können wir uns erstmal in Ruhe in der Kiste einen Überblick verschaffen. Oh, wahrscheinlich müssen wir da einfach nur rüber in die in den runden Raum. Da gibt es zumindest einen Hebel. Und das B12 zumindest schon mal aus der Zelle befreit. Aber jetzt ruhen natürlich alle Augen auf B12. Ist auch nicht so gut. Ja, hier wird immer noch fleißig abgesucht. Schauen, ob wir jetzt hier wieder zurückkommen. Am besten unentdeckt. Achso, brauchen wir hier vielleicht noch unseren Agentensuit, unseren Anzug. Jetzt bringen wir ihn erstmal zurück. Schauen, dass wir hier wieder rauskommen. So müsste es zurückgehen. Ja, jetzt könnte nur sein, dass seine Batterien dann irgendwann zur Neige gehen, weil ich glaube, der Anzug dient ja auch als Ladestation. Ah, so einfach geht das. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder ins Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann das einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir wieder alle zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Probieren wir es doch mal. Mit unseren frisch gewonnenen Fähigkeiten. Unseren nauzigen Hacker-Skills. Kundschaft dann aus, okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal selber hier einen Weg weitersuchen. Da oben scheint nichts zu sein. Und hier irgendwie durch ein Fenster durch. Ne, da wollen wir nicht zurück. Ich muss mal einfach noch mal mit Clementine reden. Ja, bei den Fenstern ist irgendwie auch nichts offen. Ah, und jetzt schmeißt er vielleicht. Oder sie, ich verwechsel immer. Das Geschlecht von Clementine, genau. Schmeißt sie einfach mein Fenster durch. Die Tür ist verschlossen, aber vielleicht können wir einen anderen Weg durch die Tür finden. Genau, Clementine schmeißt uns jetzt wahrscheinlich nach oben. Oder hieft uns so hinauf. Ja, damit wir hier dann einen Weg zum Öffnen finden können. Genau, Captain Miau. Da haben wir wahrscheinlich den befreienden Hebel. Und weiter geht's zur nächsten verschlossenen Tür. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einsperren. Ja, ähnlich wie wir es mit den Zergs bereits getan haben. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir uns hier irgendwie erst mit durchschleichen. Du bist gefangen, ne?
Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Ah, das ist Pablo, von dem haben wir schon gehört. Oh, die hier können wir nicht umschmeißen, okay. Ja, mit der Tür können wir dann einsperren. Aber gibt es denn nur den einen Wächter? Gibt es denn nicht mehr? Na komm. Upp, 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 upp. So, und schnell die Türe zu. Türe zu! Ja, wird zumindest der eine eingesperrt. Mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oh, da haben wir einen Wächter, Wächter. Keine Drohne. Muss man auch aufpassen. Noch eine Suchdrohne. Ah, da gibt es eine Erinnerung. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerungen. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Und das war auch hier scheinbar die letzte kleine Erinnerung. Das heißt, es gibt hier nochmal eine große Story-Erinnerung. Und dann war es das wahrscheinlich auch schon mit Stray. Schade. Genau, nicht erwischen lassen. Da können wir wieder die Zellentür öffnen. Das heißt, hier könnte man wieder jemanden einsperren. Ja, nun müssen wir da mehrere hineinlocken. Jetzt schauen wir, wenn wir hier die Aufmerksamkeit aller. Kapon, ach, das ist gar kein Wächter. Ey, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur noch 758 Jahre. Dann bin ich wieder frei. Aber scheinbar gibt es da schon je nach Schwere die komplette Auslöschung oder eben nur die Strafe zum Absitzen. Was? Bitte was? Sie haben mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich meinen Prozessor übertragen wollte. Okay, leistungssteigernde Geschichten sind ja auch nicht erlaubt. So, und jetzt komm. Einmal hier, miau. Einmal hier, miau. Nun komm. So, sind beide drin. Mach zu. Den Kabuff. Ja, und weiter geht's. Gut, dass B12 ein bisschen schlanker ist als diese fetten Suchdrohnen. Also wir können wieder mit Clementine reden. Bleib wachsam, wir sind noch nicht in Sicherheit. Oben gibt's schon mal nichts zu tun. Ja, wie geht es weiter? Ach, hier können wir durch. Ah, da, Hebel. Hoffentlich ohne Gefahr. Ach, da gibt es auch noch einen Hebel.
Diese Tür, sie ist der einzige Weg raus aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in diesen Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Können wir nicht einfach durchs Gitter? Ach nee, da ist wieder Glas und Gitter. Da bräuchte man nur eine helfende Hand. Hallo. Brauchen wir einmal deine Hilfe? So klappt es schon wieder nicht. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob es hier was zum Rollen gibt. Um da irgendwie hochzukommen. Und hier überall drüber springen. Schauen wir mal genau. Katzen. Vielleicht kommt dann wenigstens Clementine her. Ansonsten haben wir uns zumindest hier verewigt. Agent Meow, wo ist hier? Nee, da rein kommt sie nicht. Ah, da können wir zumindest Clementine dann auf den Wagen aufmerksam machen. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Genau. Alle an Bord. Ja, das reicht schon. Ganz hoch auf die Plane kommen wir gar nicht. Ja, und das sind wir auch schon im gesicherten Bereich. Da hinten gibt es nichts Interessantes. Gleich wieder der Alarm los. Gib Gas, Clementine. Und da kommt auch schon hier irgendwas raus aus den Dingens. Oh, lass uns mit auf die Ladefläche. Mau! Oh, lass uns aufspringen. Und weg hier! Gib Gummi! Halbe Stadt hinter uns her. Aber vielleicht zetteln wir ja eine Revolution an. Jetzt ist es auch ein bisschen abgelenkt. Okay, ohne Fahrzeug weiter. Oh nö. Werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenweltler steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich hab das geschrieben. Oh nö. Keine Selbstaufopferung. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Der U-Bahn-Schlüssel. Geh jetzt, ich behalte dich in meinen Erinnerungsspeicher, kleiner Außenwägler. Und es bringt nur nichts, wenn er gelöscht wird. Oh nö. Hoffentlich kommt er davon. Wir hoffen jetzt einfach mal das Beste für Clementine. Genau, den Platz kennen wir. Jetzt wieder zur U-Bahn. Dann ist hier vorne das Steuerungspult. Ja doch, muss eigentlich da vorne sein. Aber scheinbar müssen wir erst hier irgendwo anders den Schlüssel nutzen. Nicht direkt in der U-Bahn. Da geht's auch nicht weiter. Ist denn da hinten irgendwo eine Tür?
Ja, hier geht's vermutlich wieder komplett raus. Ah, die Atombatterie. Da war was. Neko Corporation. Holle Saft. Genau. Bada boom. Dann nichts wie raus hier. Wollte schon fast sagen, ich bin gespannt auf die Oberwelt, aber wir kennen sie ja eigentlich. Wir kommen ja von da. Aber das könnte jetzt unser Weg aus der Stadt hinaus sein. Ja, einmal Zündschlüssel umgedreht. Hebel auf Vollgas. Genau, mit dem Choo-Choo-Zug. Auf nach Candy Mountain. Kontrollraum. Es wirkt hier schon ein bisschen düster und bedrohlich, so ganz ohne Beleuchtung. Aber jetzt bauen wir hier zumindest wieder in irgendeine Station ein. Gehen die Türen auf. Wen haben wir denn da? Also zumindest ist ja noch Robert der Zivilisation. Gehilfe 477. Hallo, wie kann ich dir helfen? Genau, es sieht alles noch edler aus. Genau, die Wall City. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Können wir da Schabernack treiben? Nee. Keine weißen Potis. Oh, da scheint der Ausgang zu sein. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist jetzt aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Daher der Titel des Gebiets. Ja, miau miau tut tut. Hallo, wie kann ich dir helfen? Du könntest uns den Weg zum Kontrollraum zeigen. Hier sind wir aber schon sehr weit oben. Genau, und da haben wir unseren Ausblick auf die ganze Stadt. Das hätte so ein bisschen Kowloon, die Wall City, zum Vorbild. Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fensterputzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles klar, Traumtänzer. Bis gleich in der Sendung. Da schreit doch schon mal was nach Kontrollraum. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Okay, wie arbeiten wir da am besten zusammen? Machen wir jetzt hier erstmal Passagierschein A38. Ah, hier können wir zumindest. Uns wieder ein Podest besorgen. Genau. Aber wahrscheinlich müssen wir uns jetzt den Roboter darüber holen, um da ranzukommen. Ja. Ah, einschalten.
Einmal hier hin, bitte. Ach, das ist sogar deine Parkposition. Na dann. Einmal angekratzt, unsere Hacking-Skills. Genauso funktioniert das. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Ja, jetzt kommt die letzte große Erinnerung. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen. Gemeinsam. Ich werde die Erinnerung an die Menschen, an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Ja, schon so ein bisschen hase Geschichte. Genau, das war dann auch die letzte Erinnerung. Also ein paar Nebenstory-Erinnerungen haben wir verpasst. Ja, ist das der große Knopf? Das ist er, der Hauptcomputer. Im Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Das heißt, unsere heldenhafte Pfote wird hier nochmal gebraucht. Ah, einschalten. Das schafft Agent Miao. Erfolgreich Computer in der Zeile eingeschaltet. Das wollen wir nicht ausschalten. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles eingeschaltet. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Kack, kack, kack. Genau, da ist die Dachsteuerung. Aber ist immer noch gesperrt. Ah, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt.